Yamaha R1M RN65 Vergleichstest mit der Yamaha von Yad. So, wir vergleichen hier nicht ganz Äpfel und Birnen, aber es ist schon ein sehr, sehr gewagter Vergleich. Und zwar vergleichen wir ein richtig teures Rennmotorrad, das ungefähr knapp 40.000 Euro netto kostet, mit einem Serienmotorrad, das von der Stange kommt, inklusive Kennzeichenhalter, inklusive Spiegel, so wie es aus der Schachtel vom Hersteller kommt. Und das ist ein sehr, sehr gewagter Vergleich. Dennoch ist er absolut berechtigt. Bleib dran, du erfährst es im Video. Man könnte sich die Frage stellen, warum ist dieser Vergleich überhaupt relevant? Warum sollte ein Straßenmotorrad genau das können, was ein Rennmotorrad für einen fast doppelten Preis kann? Naja, die Sache ist die. Der eine Vorteil von einem Straßenmotorrad und von einem Serienmotorrad ist folgender. Wenn man so ein bisschen auf Spielereien und Schönheit steht, dann ist so ein Straßenbike einfach schon schön. Und die R1M, die geht da halt mit einem guten Beispiel voran, wenn du dir die Verkleidung anschaust mit dem Carbon, die Gabel und die ganzen Feinheiten, das ist halt alles picobello und das ist auch extrem sauber verräumt. Wenn du dir da ein Rennmotorrad anschaust, auch mit einer sehr hochwertigen und teuren Rennverkleidung aus Carbon, dann ist das nicht dasselbe. Das ist schon mal einer der ersten objektiven Eindrücke, die man feststellt, wenn man die beiden Motorräder vergleicht. Ne? Das Rennmotorrad ist schon sehr radikal und da wird halt auch mal mit dem Kabelbinder einfach irgendwas hingebunden und auch mal mit dem Tape was abgeklebt, wenn da mal auch die Lackierung von den Verkleidungen, die sind nicht hundertprozentig, das wird auch nicht gefüllert und so. Ne? Also wenn man so ein bisschen detailverliebt ist, dann ist so ein Serienmotorrad grundsätzlich immer schöner. Ja? Abgesehen von dem Kennzeichenhalter, ich kenne übrigens keinen Hersteller, wo der Kennzeichenhalter hübsch ist. Wenn du einen weißt, schreib's gern in die Kommentare. So, das ist ein sehr großer positiver Aspekt von einem Serienmotorrad. Was natürlich aber auch, wenn jemand auf der Rennstrecke fährt, wieder von Nachteil ist, weil er dann sagt, okay, mir ist die Originalverkleidung zu schade, ich möchte sowieso eine Rennverkleidung haben und so weiter. Je nachdem, wie man das gerne möchte. Der Vorteil ist aber natürlich auch von einem Straßenmotorrad, dass ich auch auf der Rennstrecke ordentlich bedienen kann. Ich kann theoretisch auf Achse zu der Rennstrecke hinfahren und kann mit einem vernünftigen Straßenreifen auf einer Rennstrecke richtig Spaß haben. So, dann schauen wir uns das Ganze mal an, was hier ein bisschen eingestellt ist. Gehen wir erst einmal in diesem Menü, bleiben wir hier lang drauf, gehen wir in das YRC Setting, da ist Mode R mit Power auf 1, also maximale Power, Traktionskontrolle auf 3, Slide-Kontrolle auf 2. Launch-Kontrolle ist aus, die brauchen wir auch nicht. Quickshift nach oben, Quickshift nach unten, beides ein und auf schnell. Wheelie-Kontrolle ist auf 2, das können wir mal auf einstellen. 1 heißt weniger Wheelie-Kontrolle. So, elektronische Motorbremse ist auf 1, das tun wir jetzt einmal hochstellen auf 3. Ich möchte gerne mehr Motorbremse haben. So, und dann schauen wir uns jetzt einmal das Fahrwerk an. Das ist jetzt auf T2, das heißt meiner Meinung nach heißt es auch Track 2, wenn ich mich nicht irre. Schauen wir, was wir da hier noch haben. M, Medium, R, vielleicht Rain. Track 2. Ich lasse das jetzt einfach mal so. So, Brake Support, Mittel, Corner Support, Mittel, Axle Support, Mittel, Front Firm, Rear Firm. Also es ist ziemlich neutral auf T2. Schauen wir mal, wie das auf T1 meine. Schauen wir mal, wie das auf T2 aussieht. Achso, das ist komplett gleich. Da ist quasi jetzt im Moment nichts anderes hinterlegt. Das heißt, da hat sich quasi keiner gespielt und hat schon mal was hinterlegt. Das ist alles auf Standard. Von dem her können wir das jetzt auch mal so lassen. Einfach mal Medium mehr oder weniger anfangen. Alles auf Mittel, alles auf Normal anfangen und ich denke, das ist auch einmal eine gute Basis. Ich bin da schon jemand, der da gerne verstellt, aber das werden wir dann später verstellen, weil ich ja jetzt erst einmal schauen möchte, wie das Ganze
eher so serienmäßig fährt. So, da ist der Display-Mode jetzt noch auf Straße. Den stellen wir jetzt noch um, hier im Display-Mode, auf Track-Mode. Das wäre auf jeden Fall schön. So, das sah jetzt so aus, als wenn die Serien R1M so das ultimative Renngerät ist und es gibt überhaupt keinen Grund mehr, ein anderes Motorrad, ein richtiges Rennmotorrad sich bauen zu lassen, sich selber bauen, sich zu kaufen oder was auch immer. Es gibt noch ein paar kleine Gründe, die ich euch jetzt verrate. Wo sich allerdings die zwei Motorräder überhaupt nichts genommen haben, war zum Beispiel in facto Kurvenspeed. Das heißt, wenn ich jetzt die R1M dann auf Slicks gestellt habe im Verhältnis zum Rennmotorrad, ist der Scheitel-Kurvenspeed bei der R1M nicht um 1 km/h langsamer gewesen als wie bei der Rennmaschine. Ich habe das gut vergleichen können, da die R1M schon standardmäßig die CCU, sprich so ein kleines Data Recording mit einer GPS-Antenne, das kannst du mit einem Tablet auslesen, kannst du schön die Rundenseiten anzeigen lassen, kannst die Schräglage, Speed, Beischräglage etc. kannst alles sehen, Drosselklappenstellung. Und da habe ich das verglichen und habe gesehen, okay, also Kurvenspeed ist schon mal absolut identisch, da ist kein Unterschied. Vielleicht könnte der Profi mit dem Rennmotorrad noch 1, 2, 3 km/h Scheitelspeed mehr fahren, muss aber nicht zwingendermaßen sein. So, ich lasse jetzt mal bewusst den Straßenreifen drauf. Das ist ein Bridgestone RS11. Schauen wir uns natürlich den Luftdruck an, weil der ist für die Straße eingestellt. Serienmäßig immer nervig, weil die Ventile nicht Winkelventile sind, sondern hoch rauf gehen. Und das ist mit der Bremsscheibe einfach 2,37. Lass mal ein bisschen ab. Mal auf 2,15 kalter Straßenreifen, dann wenn er warm ist, hat er ungefähr 2,4, 2,45, kontrolliere ich aber nochmal beim Reinkommen. Und das Ganze machen wir jetzt hinten auch noch. Schauen wir mal, was da Luft drin ist. Da bin ich eigentlich ganz happy, dass da der RS11 drauf ist, weil den Reifen kenne ich schon ganz gut. Und ist ja Serienauslieferung bei der R1, auch bei der normalen. 2,5, das ist zu viel. So, ich habe jetzt mal auf 1,5 eingestellt, weil dann hat er so 1,8, 1,9, was dann zu viel sein wird, dann lasse ich noch mal ein bisschen ab, immer wieder kontrollieren, aber unter 1,5 fahre ich jetzt mal nicht raus. Das schadet dem Reifen von der Karkasse her ein bisschen. Wo sich allerdings die Geister scheiden, und das ist ein ganz klarer Fall im Verhältnis Serientrim zum Rennmotorrad, das ist aus der Kurve hinaus beschleunigen. Und das liegt nicht daran, dass die Serien R1M weniger Leistung hätte als die Yard R1. Das ist zwar ein kleiner Tacken der Fall, aber das wird sich nicht mehr so viel unterscheiden, vor allem weil wir hier das Rennmotorrad ist Baujahr 2018 und die R1M ist 2020. Da ist einiges passiert mit dem Motor. Der Motor hat auch ein bisschen mehr Leistung am Prüfstand. Somit wird sich da nicht viel nehmen. Allerdings, wenn ich die Daten vergleiche aus den Kurvenausgängen heraus, beim Rausbeschleunigen, ist das Rennmotorrad viel schneller. Und das hat zwei sehr große Faktoren. Zum einen ist das die Elektronik. Die Elektronik beim Rennmotorrad ist eine Kit-Elektronik, sprich, die lässt von Haus aus bei mehr Schräglage mehr Spin bzw. mehr Leistung, Spin am Hinterrad, mehr Leistung zu und schiebt deswegen stärker an. Zusätzlich kommt dazu, dass in dem Rennmotorrad einfach weder ein Cut noch ein Vorschalldämpfer noch sonst irgendwas drin ist und auch die Abstimmung dementsprechend besser ist und somit die Leistungsentfaltung beim Rennmotorrad einfach von unten raus schon besser kommt und somit auch in den Drehzahlen von 8 bis 10.000 Umdrehungen, da wo ich ja von einem Scheitelpunkt raus beschleunige, einfach viel mehr Dampf anliegt. Und das ist ein enormer Unterschied, wo man extrem merkt, wo das Rennmotorrad gegenüber der Serien R1M Meter macht. So, ich bin gerade total vom Hocker gehauen. Ich bin jetzt einfach mal rausgefahren mit den Einstellungen, wo ich euch vorher gesagt habe, mit dem Straßenreifen, mit dem britischen RS11. Und das ist so geil. Ich bin wirklich gemütlich losgefahren, weil der Reifen war neu, er war kalt und habe dann gemütlich angefangen, so ein bisschen zu ziehen, so ein bisschen. Und ich hätte gedacht, das ist so 1,51, 1,50 wäre das gewesen. Dabei bin ich 1,46 gefahren.
mit dem Straßenreifen. Naja, der sieht halt jetzt auch dementsprechend aus. So nach einem Turn mal eben. Das ist unglaublich. Das ist Wahnsinn. Wenn man jetzt zum Thema Bremsen kommt, waren wir jetzt auf einer Rennstrecke, die nicht unbedingt das Thema Bremsen auf Priorität Nummer 1 legt. Allerdings muss man da an ein, zwei Stellen schon ordentlich bremsen, an einer ganz speziell am Ende der Gegengeraden. Speziell wenn man die Motorräder direkt miteinander vergleicht und zwischen den Motorrädern quasi hin und her jumpt, dann ist es so, dass wenn man längere Runden mit dem Rennmotorrad mit der richtigen Bremse, also sprich ohne ABS, mit vernünftiger Brembo-Pumpe, mit richtigen anderen Sätteln, anderen Scheiben, anderen Rennbelägen, also das ist ja wirklich alles anders. Wenn man das sich angewöhnt hat und dann auf dem Serienbock quasi den Anker versucht zu ziehen, dann kriegt man im ersten Moment große Augen, weil man adaptiert sich dann doch schon so ein bisschen an den Bremspunkt und an den Speed am Ende der Geraden vom Rennmotorrad, und wenn man das umswitcht zum Straßenmotorrad, dann kriegt man, wie gesagt, große Augen und man muss das erstmal wieder zurück adaptieren, weil einfach die Bremskraft nicht vorhanden ist in dem Fall. Die ist einfach nicht da. Die ist da, aber die ist nicht so enorm wie jetzt zum Beispiel beim Rennmotorrad, und das ist auch vollkommen klar. Nichtsdestotrotz heißt das aber nicht, dass man mit dem Motorrad dementsprechend umso viel langsamer fahren muss dadurch, um das zu adaptieren, komme ich gleich noch drauf. Das Thema Bremse ist mehr so ein Ausdauerthema, ne? Also eine richtige Rennbremse, die hat zwar auch mehr Biss, aber sie hat auch mehr Ausdauer und hält diese Bremskraft über mehrere Runden, über eine höhere Distanz einfach besser als eine Serienbremse. Bei einer Serienbremse merkt man speziell nach 5, 6, 7 schnellen, richtig schnellen Runden, dass, ne, der Griff wird weich und so, aber das liegt einfach am ABS und die Yamaha hat nicht die beste Bremse und so weiter. Das war's zum Thema Bremse. So, ich bin ja heute den ganzen Tag unterwegs gewesen mit dem Bärenpranken, weil ich habe in der Vergangenheit immer, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, so, ja, so gebildete Hornhaut, ne, so blasenmäßig, durch das viele Fahren einfach. Und jetzt habe ich das mal probiert und es ist echt, muss ich sagen, viel weicher, wenn man die anhat, unter den Handschuhen. Ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, weil ich mir dachte, ich will eigentlich gar nichts anziehen unter dem Handschuh, weil ich Angst hätte, dass ich das Gefühl verliere. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das war nicht das Problem. Und man hat nach wie vor eigentlich super Gefühl. Die Dinger gibt es in verschiedenen Größen. S, M, L, XL, je nachdem. Und macht im ersten Moment ein bisschen so ein, ja, unbehagliches Empfinden, sage ich jetzt mal. Aber wenn du dann den Handschuh anhast, kannst du ganz normal reinschlupfen, dann verschwichtigt sich das Ding so ein bisschen. Und dann spürst du es gar nicht mehr, dann ist es weg. Und du bist halt hier viel softer und hast damit einfach weniger Blasenbildung. Also ich muss sagen, hätte ich nicht gedacht, aber funktioniert wirklich top. So, das Limit der R1M mit dem Straßenreifen, das habe ich jetzt erfahren. Also einen leichten Vorderradrutscher gehabt über die lange rechts runter. Und das war ganz interessant zu sehen, wenn man jetzt merkt, aha, wie reagiert das Bike einmal im Bereich des Limits, in einer gewissen Fahrsituation zumindest. Und die Gabel hat es ganz sanft weggebumpt, so ein kleines bisschen, also der Reifen, der ist nicht papp weggerutscht, sondern es war so ein kleines pam pam pam, so ein kleines Wegruppen, und die Gabel hat das sehr sauber gemacht. Kennt man halt von Öhlins, ne? Also wir sind nochmal 4-5 Zehntel schneller gefahren, ich glaube, dass jetzt 46,4 oder 46,5 war. Das ist das Limit mit dem Straßenreifen. Wir packen jetzt Slicks drauf. Dann schauen wir, was mit Slicks geht. Ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt. Wow! Hast du es gesehen? Alter! Sah aber gut, von hinten sah es gut aus. Oh, ist das Vorderrad eingeklappt. Der Safe deines Lebens. Alter! Warum hast du das nicht gefilmt? Also von hinten sah das pervers aus. Ehrlich? Ja. Wie sah es aus? Alter, als du auf einmal da um die Kurve rum und dann immer weiter. Was macht der jetzt denn, Alter? Ich habe erst gedacht, du bist da auf eine dreckige Stelle gekommen. Ja, nee. Und
bist du aber gar nicht, genau. Und dann mit dem Vorderreifen hast du schwarze Strich gezogen. Nee. Ja, volle Lande. Nee. Und dann dachte ich mir und so, ja, der rettet das, Alter. Und, oh, was ein Safe. Ich habe einen Straßenreifen drauf. Wir sind 46 gefahren, ne, mit dem Straßenreifen. Das waren die 46,4. Ja gut, das ist ja für dich langsam. Nee, mit dem Straßenreifen, das war Limit, Alter. Hast du ja gesehen, sonst wäre es ja nicht weggerutscht. Ich hab gedacht, was macht der denn da, Alter? Oh, ja, als ich da den schwarzen Strich gesehen habe, habe ich gesehen, ja, okay, er ist jetzt ein bisschen zu weit. Aber war, also von hinten sah es richtig pervers aus. Ehrlich. Ich hab sie, am Knie habe ich sie gehalten. Also am Knie habe ich, mich eingespreizt. Wieso hat er so nach Holz gestunken? Ich habe mich voll eingespreizt, sonst wäre sie schon eingeklappt. Ich bin mich voll eingespreizt. Und dann ist sie so leicht gebammt, ne, so guck, und dann war sie wieder da. Dann habe ich sofort abgebrochen, dachte ich mir, Alter. Ja, ich sehe nur deine Hand so und dann denke ich mir, okay, alles klar. Beschäftigen wir uns mal mit dem elektronischen Fahrwerk der R1M. Das Fahrwerk, das in der R1M drin ist, ist relativ ähnlich zu dem Rennmotorrad. Also es ist beides Öhlins. Auch in meinem Rennmotorrad ist die vordere Gabel, das Außen- und das Innenrohr ist von der R1M. Bloß ist da noch das Closed Cartridge mit drin, was bei der R1M nicht ist. So, R1M hat ein elektronisches Fahrwerk, das sehr, sehr soft und sehr, sehr gut anspricht, muss ich ganz ehrlich sagen. An der Hinterachse für mein Gewicht ein bisschen unterfedert ist, also da gehört, ich glaube, da ist eine 90er Feder drin, da dürfte in meinem Fall schon eine 100er Feder rein, weil ich ein großer, schwerer Bock bin. Aber wenn jemand ein bisschen lockerer, leichter ist, wie so ein Japaner, der das Moped abgestimmt hat, dann passt das wahrscheinlich perfekt. So, und da habe ich ein bisschen probiert, da kannst du wirklich hergehen und kannst sagen, ich möchte jetzt eine Unterstützung in der Brake Balance. Speziell, dann macht die halt mehr Druckstufe an der Vorderachse, wahrscheinlich auch weniger Zugstufe an der Hinterachse, damit sie hinten schneller ausfedert und nicht den Bodenkontakt vom Reifen, der Reifen den Bodenkontakt verliert und so. Das kannst du wirklich extrem schön einfach sagen, ich möchte das oder das oder ich möchte mehr Kurvenunterstützung. Das heißt, da hast du wahrscheinlich dann an der Vorderachse mehr Zugstufe, damit das Motorrad vorne schöner drin bleibt und die Radien schöner führt, was für einen schnellen Fahrer wieder nicht so gut ist. Er möchte vorn wenig Zug, damit beim Bremse loslassen das Gewicht sofort nach hinten geht. Das liegt aber daran, weil ein schneller Fahrer weiter in die Kurve hineinbremst. Und wenn du das veränderst und verstellst, funktioniert das sehr gut. Ich kann aber auch sagen, ich bin im Standard-Setup, also alles auf Mitte, losgefahren und ich muss sagen, das war schon nicht schlecht. Ich habe dann ein bisschen in der Brake-Balance, sprich die Bremsunterstützung, ein bisschen mehr angehoben, damit ich mehr einfach ein bisschen besser Abstützung beim Bremsen in der Vorderachse habe und konnte somit das Bremsdefizit so ein bisschen retuschieren, sage ich mal. Nicht verbessern, nicht wegkriegen, aber ein bisschen retuschieren im Endeffekt. Ne? Das hat wirklich gut funktioniert und auch, muss ich sagen, hat der Yamaha einen irrsinnigen Sprung gegenüber andere Hersteller, die kein elektronisches Öhlins haben. Ich nenne jetzt keinen Namen, weil das sehr schön anspricht. Das heißt, ich verstelle einen Klick und ich mache einen, ne, mit dem Menübutton einen Schub in irgendeine Richtung und es ändert sich was und ich merke, das Moped fährt jetzt anders. Und das funktioniert wirklich sehr gut und es spricht auch sehr, sehr sauber an. So, wie ihr seht, wir haben hier traumhaftes Wetter. Es ist jetzt fast 17 Uhr, also schon Feierabend. Traumhaftes Wetter trotzdem, wirklich toll. Da kann man es aushalten. Wenig los, aber genug, dass es sich einigermaßen rechnet. Macht richtig, richtig, richtig Laune. Nur mal Thomas fragen. Und was sagst du zur Strecke? So richtig geil. Richtig geil? Richtig geil. Was gefällt dir am besten davon? Sehr flüssig. Ja. Man ist wirklich, kann sehr schnell fahren. Ja. Ich noch nicht so. Ja. Ich bin damit fertig. Ja, deshalb mag ich das. Ja. Und die Gegend ist wunderschön. Ja. Und am Abend auch das Licht. Toll. Wirklich, toll, ne? Wirklich ja. Geil. Ja. Ja. Absolut, ja. Wenn man da in die Sonne schaut. Ja, ja. Oh, ja, schön. Schön. Ja, ich muss sagen, du hast dich auch gut geschlagen fürs erste Mal hier. Aber ich denke, es war auch wichtig, okay, weil wir den ersten Turn gleich zusammen gefahren sind und du gar nicht erst die Chance hattest eventuell irgendwie eine falsche Linie oder so zu sehen oder zu fühlen und gleich auf dem richtigen Weg warst. Und jetzt hast du eigentlich einen guten Startschuss bekommen, ne? Auf jeden Fall, ja. Also das ist auf jeden Fall zu empfehlen. Insbesondere es hat zwei, drei Stellen blinde Ecken. Ja. Und wenn du dort die Linie falsch wählst, dann hast du keine Chance. Ja, dann hast du ein richtiges Problem. Und es geht teilweise, es geht ja so richtig auf die Einlenkpunkte, die müssen wirklich auf, sage ich mal, 10, 20 Zentimeter, gell, müssen die passen. Und wenn du da nicht einlenkst, dann
geht es nicht mehr. Also die Strecke ist einfach zu schmal, um da irgendwelche Spirenzien zu machen. Ne? Aber ich sage immer, wer da fahren kann, der kann überall fahren. Schauen wir, ne? Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ja, wir haben noch Zeit. Also, bis später. Beim Rennmotorrad ist es so, dass ich halt viel härter gefedert und auch härter gedämpft bin, weil natürlich beim Rennmotorrad von Haus aus mehr Kräfte ins Motorrad kommen, denn das Motorrad ist dafür ausgelegt, dass es mit Slicks fährt. Ein Straßenmotorrad ist hauptsächlich dafür ausgelegt, dass es mit Straßenreifen fährt, und ein Straßenreifen, der bringt einfach, weil er nicht so viel Grip hat wie ein Slick, obwohl da mittlerweile nicht so mehr so viel Unterschied ist heutzutage mit den Hypersport-Reifen, aber weil der Straßenreifen nicht so viel Kräfte ins Moped bringt, jetzt muss das Federbein und die Gabel auch nicht so viel Kräfte absorbieren. Sprich, man kann ein Straßenbike einfach softer federn, softer dämpfen, damit es auf der Straße mit dem Straßenreifen super funktioniert. Und jetzt kommt eigentlich diese Grätsche, das wo Yamaha mit dem Bike macht, dass es eben auch auf der Rennstrecke bis zu einem gewissen Level irrsinnig gut funktioniert. Und ihr seid natürlich alle darauf gespannt, wo denn das Level ist. Und ich will es eigentlich gar nicht sagen, weil ich musste dann aufhören, schnell zu fahren damit, weil sonst wäre es wahrscheinlich peinlich geworden für mich. Aber dazu später noch mehr. Ein weiterer Vergleichspunkt, den man ein bisschen ansprechen muss, ist die Ergonomie. Ein Straßenbike ist tendenziell eher etwas tiefer im Gesamten, auch vom Sitzen, von den Rasten, Heckrahmen, ne, als ein Rennmotorrad. Außer die Ducati. Die Ducati ist von Haus aus relativ hoch. Was nicht unbedingt zwingend einen Nachteil hat, wenn ein Straßenbike etwas tiefer ist, weil du bekommst früher Bodenkontakt, was dir mehr Confidence, also sprich mehr Selbstbewusstsein am Bike gibt, wenn du Frühbogenkontakt hast, sei das mit Knie oder etc. Mit Diffusrasten hatte ich kein Problem, die gingen nicht auf, also nicht bei meiner Fahrweise, obwohl wir es eigentlich nicht langsam gefahren sind. Also das passt schon sehr gut, mit taugt auch die Yamaha-Ergonomie relativ gut. Sie könnten im Heckrahmen einen Tacken höher sein, so ein kleines bisschen, dass der Kniewinkel nicht so groß, also nicht so eng ist, aber man adaptiert sich doch sehr, sehr wirklich gut daran. Beim Rennmotorrad ist es einfach ein bisschen aggressiver, ne? Also ist der Heckrahmen einfach ein bisschen höher, die Fußrasten sind tendenziell ein bisschen weiter hinten, da ist auch so eine Tankhaube dran, dass man mehr Knieschluss hat oder einen besseren Knieschluss hat und nicht so weit nach vorn ins Motorrad rutscht, was beim Anbremsen besser ist und so Sachen. Also da ist schon ein großer Unterschied, wenn man jetzt diese beiden Bikes im direkten Vergleich fährt. Ne? Also mit dem Bike rausfahren, 10 Runden fahren, reinfahren, nächstes Bike rausfahren, 10 Runden fahren. Dann merkst du, okay, das sind vom Sitzen her ist es schon mal komplett anders. Obwohl ich jetzt sagen würde, das wäre jetzt nicht der Grund, um mit dem Motorrad deswegen langsamer fahren zu müssen. Also das wäre auf keinen Fall der Fall. Was bei der Yamaha R1M gegenüber dem Rennmotorrad so ein bisschen negativ für hohen Speed ist, ist ein bisschen die Kanzel, die ist ein bisschen niedrig. Bei den meisten Rennmotorrädern ist die Scheibe einfach höher, damit man da mit dem Kopf besser reinpasst, dass man eben bei hohen Geschwindigkeiten auf der Gegengerade oder Startziel, je nach Rennstrecke, einfach ein bisschen mehr Windschutz hat, um sich auch ein bisschen besser entspannen zu können und um auch das subjektive Geschwindigkeitsgefühl so ein bisschen zu reduzieren. Wenn es ist nämlich so, dass umso schneller du dir vorkommst, desto langsamer fährst du. Und umso langsamer du dir vorkommst, desto schneller fährst du. Ne? Und viel Wind bedeutet, du fühlst dich schnell, also bist du tendenziell, fährst du langsamer. Und das ist auch das Schöne beim richtigen Rennmotorrad, es fühlt sich in der Regel langsamer an. Es fühlt sich unterbewusst subjektiv langsamer an, was wiederum dazu führt, dass du schneller damit fährst. Und das ist einer der Hauptgründe. Obwohl Yamaha einer der wenigsten Hersteller ist, der ein Motorrad, vor allem was die Chassis und den Flex vom Rahmen im Griff hat, sehr gut im Griff hat, dass das Motorrad relativ unspektakulär schnell zu fahren ist, weil das zum einen sehr hohen Kurvenspeed erlaubt durch eben diesen Flex in Rahmen, und der ist sehr flexibel und passt sich gut an der Kurve, und auch der Motor eine große Rolle dabei spielt, weil es sich immer so ein bisschen anfühlt wie auf dem Gummiband. Ne? Motor ist sehr unspektakulär, vor allem im Serientrim mit dem Auspuff, du hörst nicht viel, aber es ist irgendwie immer Leistung da. Es ist immer gleich viel Leistung da, und es ist egal, ob das 10.000 oder 12 oder 8.000 Drehungen sind, es fühlt sich immer gleich an, was dir ein sehr
entspanntes Gefühl gibt, und ein entspanntes Gefühl führt immer dazu, dass du schneller fährst. Wenn du das vergleichst mit einem anderen Vierzylinder, der kein Crossplane, kein Big Bang Motor ist, der eben ein schreiender Vierzylinder ist, quasi wie BMW, Kawa, Suzuki oder auch die alten Yamahas von früher, dann ist es so, dass man sich da tendenziell schneller fühlt als wie auf so einem Crossplane Motor. Also das wirkt aber der Yamaha allgemein ein bisschen zum Vorteil. Und ich muss auch dazu sagen, dass zum Beispiel bei mir das bei der Serien R1M einen Vorteil gebracht hat gegenüber dem Entspanntheitslevel gegenüber meiner Renn-R1, weil die Renn-R1 doch laut ist mit dem Auspuff und so und andere Ansaugrichter drauf und so. Und das gibt einem subjektiv einfach das Gefühl von boah, heftig, ne? Schnell, laut, Drehzahl, boah! Und du denkst dir, boah, bremsen. Und alles, was du subjektiv wahrnimmst an Gehör, an visueller Wahrnehmung, ist einfach Einfluss für deine Geschwindigkeit. Und da ist eigentlich, muss ich mittlerweile sagen, umso leiser das Bike, desto effektiver, was die Rundenzeit anbelangt, weil es einfach für dich entspannter ist und du hast mehr Kapazität in deinem Gehirn frei, dich um die richtigen und wichtigen Dinge zu kümmern, und das ist Sperrbremsen, Einlenken, Scheitelpunkt treffen, früh raus beschleunigen und so weiter. So, wenn wir das Ganze mal übereinander legen und die Plus- und die Minuspunkte von der Serien R1M zu meiner Renn-R1 vermitteln, dann würde ich sagen, Gleichstand im Kurvenspeed, 2 Plus beim Rausbeschleunigen hat die Renn-R1 gegenüber der R1M und 1 Plus beim Bremsen hat die Renn-R1 gegenüber der R1M, und wo die R1M einen Vorteil hat, ist vom Empfinden, vom Level des Stressgrades, sage ich jetzt mal. Und das Ganze hat lediglich, also ich bin mit meiner Renn-R1 bin ich 1 Minute 40 in Almeria gefahren. Das ist schon nicht schlecht, das schon ordentliches Niveau. Das schaffe ich aber auch nicht immer. Also das muss schon alles passen, neue Reifen drauf, und es war auch im Rennen und so. Und ich bin mit der R1M rausgegangen mit Straßenreifen, da waren noch Bridgestone RS11 drauf, und bin auf Anhieb 1,46 gefahren mit dem Straßenreifen. Und als wir dann die Slicks drauf getan haben, habe ich ein bisschen mit dem Fahrwerk rumgespielt, also einfach ein bisschen Brake Stability, ein bisschen Corner Speed erhöht und so weiter. Einfach auch ein bisschen an das Moped gewohnt und immer noch mit dem Aspekt, ich darf mit dem Moped auf keinen Fall stürzen, weil es ja immerhin Yamaha Deutschland gehört und nicht mir. Ist zwar versichert, aber ich will es nicht herausfordern. Ich habe einmal fast das Vorderrad verloren. Mit dem Straßenreifen noch, und wir sind dann mit den Slicks 1,43 tief gefahren, also 1,43,01 irgendwas. Also das sind im Endeffekt, sagen wir mal, effektiv gesehen 2 bis 2,5 Sekunden, ne, die da abgehen auf ein Rennmotorrad. Und jetzt, wenn man das aber vergleicht, dass das Rennmotorrad knapp 40.000 Euro netto kostet und die R1M irgendwo 20.000 und ich mit der R1M aber immer noch auf die Straßen, Landstraßenausfahrt oder auch mal von A nach B fahren kann, dann ist das schon ordentlich, und ich muss mir echt überlegen, inwiefern das der Preisunterschied das wettmacht. Und im Endeffekt macht er es wirtschaftlich gesehen überhaupt nicht wett, sondern es ist im Endeffekt nur, bin ich bereit, den Preis dazu zu zahlen, weil es geil ist oder nicht. Und das ist eigentlich die Erkenntnis dabei, dass es im Endeffekt dabei nicht darauf ankommt, dass ich mit dem einen Bike schneller oder langsamer bin, sondern einfach nur darauf, was macht am meisten Spaß. Und ich muss sagen, die R1M hat serienmäßig aus der Schachtel, aus dem Koffer, inklusive Spiegel, inklusive Nummernschild, irrsinnig viel Spaß macht und ist ein echtes Rennmotorrad für jeden Fahrer eigentlich, ne? Und egal welches Level. Und ich denke, allerdings muss ich dazu sagen, es würde sonst in den Kommentaren stehen, ich denke, dass ein richtiger Profifahrer, ein Profirennfahrer, wie jetzt auch Marvin Fritz oder so, ich denke, dass da der Gap nochmal viel höher wäre. Ich denke, dass so Marvin mit meiner R1, meiner Renn-R1, durchaus 36, 37er Zeiten in Almeria fahren kann und wahrscheinlich mit einem Serienmoped dann irgendwo bei 41 stehen bleibt. Da, ich denke, dass das dann realistisch betrachtet. Schreibt es gerne in die Kommentare, was ihr davon hält. Bezüglich den Zeiten, aber ich denke, das wäre so ein realistischer Anhaltspunkt. Ich bin jetzt nicht der langsamste Fahrer, aber ich bin auch kein Profi, aber ich versuche natürlich so, das irgendwo realistisch darzustellen und euch zu vermitteln. Schreibt es auch gerne in die Kommentare, was ihr von der R1M haltet.
kommt bestimmt auch gerne die Frage, ob die R1M den Unterschied wert macht vom Preisniveau zur normalen R1. Könnt ihr gerne mal reinschreiben, falls euch das interessiert. Dann können wir das Ganze noch ein bisschen genauer auf den Zahn gehen. Und ansonsten würde es mich freuen, wenn ihr das Video teilt mit euren Freunden, falls euch das gerne gefallen würde. Und natürlich das Video auch. Und das am Schluss vom Video, Alter. Ansonsten würde es mich natürlich freuen, wenn du das Video mit deinen Freunden teilen würdest und dem Video natürlich auch einen Daumen nach oben gibst und nicht vergessen, den Kanal natürlich auch abonnierst, falls du nichts verpassen willst, was die Zukunft anbelangt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche dir noch eine schöne Zeit, bis zum nächsten Mal und ciao.